Die Demo heißt Wir haben es satt. Was haben wir denn satt? Wir haben satt TTIP und CETA. Wir haben satt Agrarfabriken. Hunger weltweit. Ekel, Skandale. Höfe sterben. Patente auf Leben. Monokulturen. Und wir haben es satt, dass das Land nur an Reiche geht. Deine blauen Augen, die mir den Verstand was rauben. Das ist ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich muss zu dir. Ich liebe dich, so wie du bist. Lass uns fliegen zu den Sternen, um nie wieder umzukehren. Möge sie doch ewig halten, unsere Liebe für alle Zeiten. Ich will niemals mehr umkehren mit dir auf diesem Weg durchs Leben. Halt dein Herz in meinen Händen. Dieses Glück soll niemals enden. Ich kann es für du nicht lassen, dich mal hier und da zu fassen. Doch das macht dir gar nichts aus, denn du bist ja meine Maus. Ich schwör's nicht, wie mir geschieht, wenn mich deine Hand berührt. Dann weiß auch ich, du liebst mich. Lass uns fliegen zu den Sternen, um nie wieder umzukehren. Möge sie doch ewig halten, unsere Liebe für alle Zeiten. Ich will niemals mehr umkehren mit dir auf diesem Weg durchs Leben. Halt dein Herz in meinen Händen. Dieses Glück soll niemals enden. Lass ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich muss zu dir. Deine blauen Augen, die mir den Verstand versrauben. Das ist ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich muss zu dir. Du liebst mich und ich liebe dich. Lass uns fliegen zu den Sternen, um nie wieder umzukehren. Möge sie doch ewig halten, unsere Liebe für alle Zeiten. Ich will niemals mehr umkehren mit dir auf diesem Weg durchs Leben. Halt dein Herz in meinen Händen. Unser Glück soll niemals enden. Bitte nach meiner Rede.
Thank you.
wir stehen nachher auch am Zug und winken und spielen euch fröhlich zu und sagen euch, IG Blech aus Berlin freut sich, dass ihr zu so vielen Leuten hier seid. Gut so, dass ihr da seid. Ich grüße alle Menschen, die sich mit Landwirtschaft ernsthaft auseinandersetzen, mit der Erzeugung von Lebensmitteln. Ich grüße die Leute, die sich in Bürgerinitiativen gegen Megastelle wehren. Ich grüße die Leute, die keine Gentechnik auf dem Acker haben wollen und im Stall. Ich grüße die Leute, die sich kritisch mit den geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA auseinandersetzen und sich wehren. Herzlich willkommen! Und ich grüße vor allen Dingen auch die Imkerinnen und Imker. Ich grüße die Schäfer. Und ich grüße die Bäuerinnen und Bauern, für die wir heute auf die Straße gehen. Wir wollen Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Ich grüße auch die Politiker und Politiker, die sich mit uns ernsthaft auf dem Weg einer Agrarwende machen wollen. Ich grüße die Polizisten und Polizisten, die sich mit uns hier auf dem Weg zum Kanzleramt begeben. Und ich grüße auch die Journalistinnen und Journalisten sehr herzlich, die kritisch über diese Demonstration berichten. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Bilder in den Medien in den letzten Wochen, Monaten gesehen habt. Und deshalb bitte ich euch, auch etwas innezuhalten. Die Menschen in Syrien, in der Ukraine, in Palästina, Israel, in Zentralafrika, über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Und einige davon lassen wir wissentlich vor europäischen Mittelmeerküsten absaufen. Ich denke aber auch an die Bilder rund um den NSU-Prozess, wo rauskommt, dass Neonazis Ausländer und Polizisten ermordet haben. Und ich denke auch an die Bilder von Paris. Und eins ist für die Träger dieser Demonstration klar. Für uns ist jeder Mensch gleich. Jeder Mensch hat eine Würde, ganz gleich welcher Abstammung und welcher Hautfarbe. Auf einer Demonstration habe ich das Schild gesehen: Frieden ist, wenn die Hautfarbe egal ist. Und deshalb begrüße ich auch ganz herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem europäischen Ausland, aus Afrika, aus Amerika und wo sie alle herkommen. Ihr seid herzlich willkommen, mit uns zum Kanzleramt zu demonstrieren. Ich melde jetzt das fünfte Mal diese Demonstration an. Ich erwarte, dass ihr den Anforderungen sowohl der Ordner als auch der Demoleitung Folge leistet. Ich habe von der Polizei folgende Auflagen, die ich euch in 8 Punkten kurz vortrage. Erstens, den Anweisungen der Ordner mit den weißen Anbinden und der Leitung Rote Westen sind unbedingt Folge zu leisten. Zweitens, Waffen und Vermummung ist untersagt. Pudelmützen und Schals sind erlaubt. Drittens, passt auf die Oberleitungen auf, gerade mit den großen Bannern, Schildern und Fahnen. Viertens, passt vor allen Dingen auf die Demofahrzeuge auf, circa 14 Demofahrzeuge laufen in der Demo mit. Und passt vor allen Dingen auf die Trecker auf, da kann es immer leicht zu Unfällen kommen. Bitte keine Fußgänger vorne bei den Treckern.
Eltern besonders auf die Kinder achten, aber die Kinder auch besonders auf die Eltern, die dann oft leichtsinnig noch kurz die Straße überqueren wollen. Fünftens, keine Personen auf den Anhängern, damit sie nicht runterfallen. Sechstens, grundsätzlich, irgendwelche Störungen und Zwischenfälle bitte sofort den Ordnern und der Demoleitung unverzüglich melden. Wir dulden keine Holocaust-Vergleiche. Wir werden auch keine Diffamierung untereinander dulden, nach dem Motto, Bauern wären Mörder oder so ein Quatsch. Das werden wir nicht dulden, da werden wir einschreiten. Siebtens, im Namen aller Trägerorganisationen habe ich euch zu sagen, dass ihr alle willkommen seid, ob groß oder klein, ob schwarz oder weiß. Nur einige Menschen, die wollen wir auf dieser Demonstration nicht haben. Nazis, Neonazis und Ausländerhasser haben hier nichts, aber auch gar nichts verloren. Und wir werden einschreiten, sobald sie auftauchen. So, jetzt wünsche ich euch und uns eine gute Demonstration. Wir sehen uns nachher auf der Haupttribüne noch einmal, wo wir mit allen Treckerfahrern nochmal die Bühne kapern werden. Jetzt rocken Daniel und Joyce diese Veranstaltung, uns eine gute Veranstaltung. Toll, dass ihr alle da seid. Macht es gut. Also für uns nicht so. Wir sind ja hier im beheizten Zelt auf der Bühne, können ein bisschen tanzen, aber für euch muss es ja unerträglich sein. Wir haben jetzt ein bisschen vorher angefangen, weil wir denken, wir bringen die schon mal da sind, hier wenigstens ein bisschen in Stimmung. Wir sind die Anheizband sozusagen. Und ihr könnt euch schon mal ein bisschen im Handschuhbeifall üben. Denn das hier ist heute hier aus Berlin für die vielen aus der ganzen Bundesrepublik und wer weiß von wo noch alles angereisten Demonstranten. Hier ist IG Blech aus Berlin. Thank you.
dass ihr alle da seid. Es ist super, weil es ist wichtig, dass wir hier eine Bewegung erzeugen, dass wir kämpfen gegen diese Form von Agrarpolitik, dass wir Frau Merkel und Herrn Schmidt heute eine Biologiestunde geben, dass wir ihnen sagen, dass der Regenwurm wichtiger ist als Monsanto und Bayer und BASF. Dass wir... dass wir positive Signale setzen. Wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft, aber wir wollen keine Agrarfabriken. Wir haben die Schnauze voll von der Vermeisung der Landschaft. Das ist Einfalt. Wir brauchen aber biologische Vielfalt. Und darum kämpfen wir. Und darum kämpfen wir seit vielen Jahren. Und Agrarpolitik. Agrarpolitik, wie sie heute ist, vernichtet biologische Vielfalt, vernichtet unsere Zukunft, vernichtet die Fruchtbarkeit der Böden und deswegen kämpfen wir. Und wir brauchen regionale Strukturen. Es geht darum, regionale Produkte zu erhalten. Es geht nicht darum, dass wir Gentechnik in Deutschland brauchen. Deutschland will keine Gentechnik, Frau Merkel, Herr Schmidt, das wissen Sie. Und Sigmar Gabriel, nimm endlich die Menschen ernst in Deutschland. Sie wollen kein TTIP, so wie es heute ist. Also verhandle ordentlich. Und deswegen lassen uns heute ein starkes Signal setzen. Lassen Sie uns Frau Merkel auf die Pelle rücken, damit Sie endlich uns Menschen, die Bauern und die Naturschützer ernst nehmen. Herzlichen Dank. Danke, seid gegrüßt, Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, nicht weit weg von hier am Messedamm treffen sich zum 80. Mal seit 1926 viele dekadente Damen und Herren und beratschlagen wieder darüber, wie sie Turbomasttiere in Form von Schweinen, von Hühnern in wenigen Tagen auf ihr Mastgewicht bekommen, wie sie Billigproduktion hinbekommen durch Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie sie den Tierdurchsatz pro Quadratmeter erhöhen und den Hunger in der Welt weiter schüren, damit sie hier riesige Gewinne einstreichen. Und das, Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir ihnen entgegenschreien. Wir haben es satt, dass wir mit den Folgen der Massentierhaltung zurückgelassen werden, dass wir ihre Gülle täglich vor der Haustür gekippt bekommen, den grausigen Umgang mit Tieren, die täglichen Bilder und Hörbeiträge in den Radios zeigen es uns. Wir haben es satt und wir haben es auch satt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land in den deutschen Schlachthöfen behandelt werden wie der letzte Dreck. Und wir haben es satt, dass wir nicht gehört werden bei Verhandlungen wie über TTIP oder CETA. Es kann doch nicht sein, dass durch die kalte Küche wieder die Deklarierung von Lebensmitteln von hintenrum aufgeweicht wird, dass wir wieder nicht wissen, was wir essen und wovon wir krank werden. Und wir haben es satt, dass wir nicht gehört werden, wenn es um die Frage von Mitbestimmungsrechten, die darunter leiden durch TTIP und CETA. Es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen aus den USA zukünftig die deutsche Regierung verklagt, weil ihnen Gewinne entgehen, weil sie ihre Beschäftigten asozial behandeln und sie streiken gehen und dadurch Gewinne weniger haben und wir das auch noch als Steuerzahler bezahlen müssen. Es ist doch ein asozialer Irrsinn, dass da geheime Gremien tagen und das innerhalb einer Demokratie, die sich seit 70 Jahren auf die Fahnen schreibt, die Menschen mitzunehmen. Aber man muss auch andere fragen, was haben Firmen wie Tönnies, wie Vion, wie Vogler, wie Westfleisch,
wie Wiesenhof, Heidemark, Düringer Fleischkontor, Fleischwerke wie Edeka, von Edeka, von Rewe, von Lidl gemeinsam. Sie schaffen ihre Arbeitsplätze ab. Sie holen sich jeden Tag Menschen aus Osteuropa und verdingen sie hier für die billigsten Löhne zu den unwürdigsten Bedingungen, teilweise bis zu 20 Stunden, nur um am nächsten Tag dieses Schnitzel für 3,99 € zu verkaufen. Das haben wir satt, Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben es satt, dass Menschen an deren Not weiter verdienen, indem sie jeden Tag hingehen und ihnen ein Bett für 10 € pro Nacht im U-Boot-System verkaufen. Das heißt, ein Bett für 2 Leute, das Bett wird niemals kalt. Das haben wir satt. Und deshalb fordern wir, schafft diese scheiß Werkverträge ab, schafft Leiharbeit ab, beschäftigt sie vernünftig, kämpft mit uns zusammen. Und ich glaube, wenn es darum geht, Manschen und Panschen und Gammelfleisch zu verhindern wie asoziale Arbeitsbedingungen, dann müssen alle, die jetzt hier auch zusammenstehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine hervorragend gute, erfolgreiche Veranstaltung. Danke. Danke, Matthias Brümmer von der NGG. Von Bäckern und Bäckerinnen aus Deutschland und Österreich. Wir wollen Brot aus guten Zutaten herstellen und für uns fängt die Vielfalt auf dem Acker an und nur dann können wir Vielfalt im Brotregal haben. Die Qualität des Brotes, die fängt bei uns beim Boden an und beim Saatgut. Saatgut ist ein Kulturgut und ein Gemeingut. Und das soll so bleiben, es gehört in die Hände der Bäuerinnen und Bauern und nicht in die Patentkammern der Konzerne. Wir Bäcker wollen Getreide ohne Pestizide, Zutaten ohne Gentechnik und Hühner, die draußen im Freien scharren können und Honig von Bienen, deren Nervenzellen nicht durch Insektizide zerstört werden. Hochsubventionierte Agrarindustrie und überzogene staatliche Regularien zerstören nicht nur bäuerliche Betriebe, sondern auch Bäckereien, Metzgereien, kleine regionale Mühlen und die Küstenfischerei. Das haben wir satt! Tier, Natur und Mensch brauchen die Rückkehr zum menschlichen Maß. Ja! Ja! Die Ideologie des permanenten Wachstums, die müssen wir stoppen und umdrehen. Wir brauchen eine andere Gesellschaft, eine andere Wirtschaft und eine andere Ökologie. Ja. Und nur gemeinsam
können wir die internationale Bewegung für Ernährungssouveränität stärken, und das brauchen wir. Weiter so! Ja, mein Name ist Björn Wiese, ich bin auch selbstständiger Bäckermeister, und wichtig ist uns Bäckern auch, dass wir diese regionalen Kreisläufe, die teilweise nicht mehr da sind in der Landwirtschaft, wieder hinbekommen. Wir wollen, dass auch unser Mehl wieder regional vermahlen wird und nicht unbedingt von Großkonzernen. Wichtig ist, dass wir auch gemeinsam darüber reden, mit unseren Kunden, mit unseren Mitarbeitern, Freunden und Bekannten, dass aufgeklärt wird, wie wirkliche Landwirtschaft funktioniert. Den Verband der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung. Es grüßt Sie, die Landwirte in der Direktvermarktung, die kleinen Metzger, die kleinen Schlachtstätten, alle diejenigen, die dafür sorgen, dass es wirklich regionale Produkte gibt und eine Produktvielfalt aus der Region. Ich stehe auch hier, weil wir das Bewusstsein darauf legen wollen und Ihre Unterstützung benötigen. Denn wir wollen alle regionale Herkunft und Produktvielfalt. Aber ohne das Schlachten und das Verarbeiten durch ein Handwerk gibt es keine wirkliche Regionalität und keine wirkliche Produktvielfalt. Und ich möchte um Ihre Unterstützung bitten. Herr Brümmer hat es schon gesagt, unter welchem großen Druck die Handwerker stehen durch die industriellen Schlachtunternehmen und durch die Verarbeiter, aber nicht alleine dadurch, sondern es sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die dem Handwerk, Anja hat es schon gesagt, das Leben sehr schwer machen. Und ich spreche hier nicht über die EU, denn die lässt Ausnahmebedingungen zu. Es geht darum, Ihre Unterstützung zu bekommen, vor Ort bei den Landratsämtern sich einzusetzen für das regionale Handwerk und natürlich auch mit Ihrem Einkaufskorb. Vielen Dank. Ein Dank.
Okay. Ich bin begleitet von meinem Mitkämpfer Thomas Volpers von der WI Haßleben. Liebe alle, die es satt haben und die hier sind, ich benutze mal heute die Gelegenheit, um gleich das Wort zu richten an den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Herrn Dr. Dietmar Woidke, und seinen Landwirtschafts- und Umweltminister Vogelsänger. Sehr geehrter Herr Minister Woidke, sehr geehrter Herr Minister Vogelsänger, ich spreche zu Ihnen als Mitglied der Bürgerinitiative Contra Industrieschwein Haßleben und heute wieder vor zigtausend Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen nach Berlin gekommen sind. Seit 11 Jahren kämpfen wir nun schon gegen die drohende Schweinefabrik in der Uckermark. Im Jahre 2013 wurde Haßleben in Ihrer Verantwortung genehmigt, konnte aber Gott sei Dank noch nicht in Betrieb genommen werden, weil wir im Widerspruchsverfahren zu dieser Genehmigung sind. In dieser ist eine tierquälerische Haltung weiterhin zugelassen. Die schon geschädigte Natur darf weiterhin mit Stickstoff verseucht werden. Und geradezu grob fahrlässig ist, dass es noch nicht mal ein funktionierendes Brandschutzkonzept gibt. Laut Fachgutachten können die Tiere nicht gerettet werden. Die Feuerwehr sagt, da schickt sie keinen rein. Und, Herr Ministerpräsident, davon haben Sie sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Auch nicht von 47.000 Menschen, deren Unterschriften gegen Haßleben Ihnen überreicht wurden. Nicht von 35.000 fast, die in einer Volksinitiative die Abkehr von der Massentierhaltung in Brandenburg fordern. Und schon gar nicht von 800.000 Demonstranten, die von New York bis Sydney auf die Straße gegangen sind, um das Klima vor den Folgen dieses wahnwitzigen Fleischkonsums zu retten. Und schon wieder haben sich hier zigtausend Menschen versammelt. Alles nur Irrläufer? Wie verblendet müssen Sie sein, Herr Ministerpräsident, den weltweiten Widerstand gegen Massentierhaltung als Irrweg abzutun? Und als ob all die verhöhnt werden sollten, die auch zu Tausenden in ganz Brandenburg auf die Straße gehen, da genehmigen Sie nun bald wöchentlich eine Tierfabrik nach der anderen. 67.000 Schweine in Tornitz am Spreewald, 80.000 Legehennen am unteren Uckersee. Sie lassen Naturschutzgebiete im Oderbruch wie auch in der Prignitz mit Hühnerfabriken zupflastern und geben ihre Regierungsparole aus: Brandenburg braucht mehr Tierproduktion. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident und sehr geehrter Herr Landwirtschafts- und Umweltminister, wann endlich hören Sie mal auf die Bürger anstatt auf die Lobbyisten der Agrarindustrie? Wann begreifen auch Sie, dass Tiere keine Ware sind und Äcker nicht dazu da, vergiftet zu werden? In 100 Jahren, da wird man unsere Zeit vermutlich mal als ganz finstere Epoche bezeichnen, wo man Milchkühen ihre Kälber entrissen hat und sie zu Hochleistungsmaschinen gemacht hat, wo alltäglich Millionen Küken geschreddert wurden und als man Ferkel an der Brüstung totschlug, als man Wildtiere durch Gülle, Kunstdünger und Vergiftung durch Pestizide ausrottete und die Honigbienen, auch ein einziger Horror. Wie seltsam skrupellos müssen Politiker sein, um sowas als Kollateralschaden ihres Wirtschaftsmodells einzukalkulieren. Eines Wirtschaftsmodells, was Wasser, Luft und Boden ruiniert und was aus vielfältiger Vegetation Maismonokulturen macht und schließlich alle bäuerlichen Betriebe von der Landkarte fegt, zu Diensten von multinationalen Konzernen, die aus Menschen und Tieren Kapital pressen. Kein Mensch kann doch die Sendungen noch aushalten, die alle paar Tage zeigen, was sich zum Beispiel in den Hochsicherheitstrakten der Tierfabriken für ein schier unerträgliches Elend abspielt. Erzählen Sie uns bloß nicht, das seien die Ausnahmen. Nein, ich nenne das ein furchtbares Verbrechen an den Tieren und das ist Alltag. Ja.
Und lieber Herr Ministerpräsident und auch Herr Landwirtschaftsminister, Sie werden nicht sagen können, das hätten Sie nicht gewusst. Immer mehr werden auch die globalen Folgen sichtbar. Es ist schlicht verantwortungslos, dass Sie die alarmierenden Warnungen vor der Klimakatastrophe einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Im Gegenteil, dass Sie das unselige System sogar noch weiter ausbauen wollen und weiteren Investoren das Recht geben, unsere Natur zu plündern, die doch unser aller Lebensgrundlage ist. Ich möchte einer solchen Zivilgesellschaft, die aus Geldgier den Planeten verwüstet, nicht angehören. Und alle, die hier versammelt sind, wir wollen das auch nicht. Bei Ihrer Regierung, das haben wir aber gemerkt, rennen wir gegen Beton. Also wird uns nichts weiter übrig bleiben, als noch sehr viel lauter und zorniger zu kämpfen, bevor die Agrarindustrie mit ihren willigen Vollstreckern in Politik und Behörden unsere Wälder vergiftet hat, bis kein Vogel mehr singt. Bis die Menschen von harmlosen Infektionen dahingerafft werden, weil die Natur zurückschlägt mit nicht mehr beherrschbaren Keimen. Denn alles, was der Mensch den Tieren antut, das tut er auch sich selbst an. Herr Ministerpräsident Woidke, 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ich appelliere an Sie. Lesen Sie die Berichte, sehen Sie fern, bemühen Sie sich um Erkenntnis und kehren Sie um von Ihrem verhängnisvollen Kurs, denn er ist so töricht wie gefährlich. Herr Minister Vogelsänger, Sie bitte ich von Herzen, treten Sie zurück von dem Ressort Landwirtschaft und Umwelt, aus Respekt vor der Umwelt und Ihren Geschöpfen. Ich bin in Zeitdruck, letzter Satz. Von Ihnen, Herr Vogelsänger, hören wir nichts als Phrasen, die in ihrer konstanten Wiederholung offenbaren, dass Sie davon nichts verstehen und auch nichts verstehen wollen. Aber auf dieser Position, da brauchen wir Leute, die das Ruder rumreißen, weil sie erkannt haben, dass ökologisches Handeln schlicht die Bedingung ist, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Alle wir. Danke.
Tempe. Ja, seid herzlich gegrüßt. Ja, wow, was für ein beeindruckendes, was für ein berührendes Bild. Hier die Traktoren zu sehen und so viele Menschen und die Bäuerinnen und Bauern, die aus ganz Deutschland hier angereist sind. Und ich glaube, das zeigt vielen hier beim Deutschen Bauernverband, nein, beim Deutschen Agrarindustrieverband, dass sie in den letzten Tagen versucht haben, ein Zerrbild zu entwerfen. Hier würden nur ein paar versprengte Umweltschützer und Großstädter gegen die Landwirte hier im Land protestieren. Nein, lieber Herr Rogwied, die werden es nicht schaffen, Verbraucherinnen und Verbraucher, Bäuerinnen und Bauern gegeneinander auszuspielen. Wir demonstrieren hier zusammen und gemeinsam haben wir Agrarindustrie satt und zwar gewaltig. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist ja auch kein Wunder, dass Sie nervös werden in der Politik und beim Bauerverband. Denn diese Bewegung hier, die hat Erfolge und im letzten Jahr gleich mehrere. Vor einem Jahr standen wir hier und haben das Verbot von Genmais 1507 gefordert. Klar, auf den ersten Blick haben wir verloren, die Bundesregierung hielt in Brüssel nicht gegen. Aber unser Protest war so stark, dass sie an anderer Stelle in Brüssel ihren Widerstand aufgeben musste. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit nationalen Anbauverboten überall in den EU-Mitgliedstaaten Gentechnik von den Feldern zu vertreiben. Das ist eine Riesenchance für uns und gemeinsam werden wir dafür streiten, dass Gentechnik weiter von unseren Feldern wegbleibt. Wenn ich ein Jahr zurückdenke hier an diesen Platz, dann fiel hier immer wieder so ein komisches Fremdwort. TTIP, TTIP. Und viele Leute schauten sich nur fragend an. Die EU-Kommission, die hat es damals noch einfach gehabt. Die konnte in Hinterzimmern mit den Konzernen zusammen an dem Freihandelsabkommen mit den USA basteln. Still und leise ging das damals noch ab. Aber mit der Ruhe ist es vorbei. Denn im letzten Jahr, da ist eine Riesenbewegung, eine breite Bewegung gegen TTIP und gegen CETA entstanden. Und das zeigt, und dass TTIP jetzt wankt, das zeigt, was Bürgerprotest alles bewirken kann. Das ist unser gemeinsamer Erfolg. Doch, liebe Freundinnen und Freunde, TTIP ist noch nicht gestürzt und vorher wird es auf was anderes ganz Wichtiges ankommen. Und das ist das Handelsabkommen mit Kanada, CETA. CETA, das ist der kleine Bruder von TTIP. Und mit CETA droht TTIP durch die Hintertür. 41.000 Unternehmen aus den USA haben eine Dependance in Kanada und können, wenn CETA kommt, über Schiedsgerichte EU-Staaten verklagen, wenn sie ihren Verbraucherschutz und ihre Umweltstandards erhöhen wollen. Wenn private Anwaltskanzleien ordentliche Gerichte ersetzen sollen, dann ist das ein Angriff auf unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Und wenn Monsanto, Bayer und Syngenta durch TTIP und CETA Gentechnikverbote aushebeln können, dann erntet das unseren gemeinsamen Widerstand. Im letzten Oktober, da hat die SPD hier unten die Stresemannstraße runter am Willy-Brandt-Haus hohe Hürden beschlossen. Die SPD-Basis hat das Sigmar Gabriel abgerungen für CETA und für TTIP. Jetzt ist CETA fertig verhandelt. Die Hürde der SPD war keine Schiedsgerichte. Und Schiedsgerichte sind jetzt drin. Wenn die SPD Glaubwürdigkeit behalten will, wenn sie ein ähnliches Desaster für sich verhindern will, wie sie es bei Hartz IV erlebt hat, dann muss sie Nein sagen zu TTIP. Herr Gabriel, hören Sie auf, weiter zu lavieren. Sagen Sie Nein zu CETA und zu TTIP gleich mit. Und, liebe Freundinnen und Freunde, unser Widerstand war noch an einer dritten Stelle erfolgreich.
und das in Megastelle. Wir haben grundlegende Veränderungen im Bundesbaugesetz durchgesetzt. Das ist ein wichtiger Erfolg für uns und deswegen konnten im letzten Jahr 100 Orden Megastelle verhindert werden. Und an ganz vielen Orten kämpfen Bürgerinitiativen gegen die Megastelle. Ich weiß, auch wenn ich die vielen Schilder hier sehe, dass viele Menschen aus diesen Bürgerinitiativen heute hier auf diesem Platz sind. Und ich kann nur sagen, ihr seid klasse. Euer Erfolge, die geben uns Kraft, die geben uns Mut, die geben uns Hoffnung, weiter für die Agrarwende zu streiten. Bleibt dran und kämpft weiter! Noch eins zum Schluss. Unser Erfolgsrezept, das ist unsere Breite. Diese Bewegung lebt von der Vielfalt und auch davon, die Vielfalt gemeinsam auszuhalten. Ja, hier demonstrieren Geflügelhalter zusammen mit Tierrechtlern. Hier stehen Biolandwirte zusammen auf dem Platz mit Konventionellen. Hier beißen Leute in eine Bratwurst und andere rühren nur Veganes vom Wamkat an. Aber diese Vielfalt halten wir aus. Diese Vielfalt macht uns aus. Und nur in dieser Vielfalt werden wir die Agrarindustrie besiegen. Lasst uns jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, unseren Protest zum Bundesrat hier vorne tragen, zum Agrarministerium, zur EU-Kommission, zum Bundestag, zum Bundeskanzleramt und denen dort klar machen, mit bäuerlicher Landwirtschaft, mit gutem Essen, zu fairen Preisen, von denen die Bäuerinnen und Bauern auch leben können, hat Agrarindustrie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Herr Rothwild, Herr Gabriel, Frau Merkel, Herr Schmidt, wir kommen! Los geht's! Danke euch! Wir haben es satt! Okay, jetzt ihr. Ich einmal, dann ihr antwortet. Wir haben es satt! Wir haben es satt! Wow! Okay, gut, das klappt. Dann fangen wir mal an. TTIP und CETA! Wir haben es satt! Agrarfabriken! Wir haben es satt! Hunger weltweit! Wir haben es satt! Ekel, Skandale! Wir haben es satt! Höfe sterben! Wir haben es satt! Patente auf Leben! Wir haben es satt! Monokulturen! Wir haben es satt! Land nur für die Reichen? Wir haben es satt! Okay, und jetzt haben wir auch die Sachen, die wir fordern, und das geht, das fordern wir! Fairen Handel! Das fordern wir! Artgerechte Haltung! Das fordern wir! Recht auf Nahrung! Das fordern wir! Gesundes Essen! Das fordern wir! Faire Preise! Das fordern wir! Saatgutvielfalt! Das fordern wir! Bienen schützen! Das fordern wir! Land für alle! Das fordern wir! Wow! Super! Also, wenn ihr das so hinkriegt, dann geht das auch hier durchs ganze Regierungsviertel und unsere Botschaft kommt an. Wir sind nur noch biologische Sachen, aber die gleichen, die uns damals Agent Orange an Affen besuchen, um die GMOs aufzuspassen. Misstrauisch, nicht so wegen Baste, nur weil sie Regenweisung nehmen und dann mit Hilfe von Chemikalien Sojapflanzen das in Labore erwachsen. Und ohne das Ganze, nur samt den Orden, obwohl die in den großen Boden nicht wachsen. Wir wissen, man kann es ja noch reden, kann nicht platzen. Das war wirklich schon klasse. So eine
unser Rathaus und streichen die auf. Ja, ich guck, ich bin gar nicht da, ja? Ist gut! Seine Uniform ist doch viel interessanter. Denn auch wir sind gegen Agrarindustrie. Was die Agrarindustrie hervorbringt, ist echt für den Arsch. Das Essen schmeckt scheiße. Die Umwelt muss drunter leiden. Und die kleinen Betriebe müssen einpacken. Berlin im Winter ist eine harte Zeit. Fünf Stock finster, die Saisonrate steigt. Die ganze Stadt ist stumm und kahl. Alles hat sich vermummt im Schal. Autos kämpfen mit schwarzem Matsch. Ich heiße Bonne, das will man mehr. Temperatur Spitze, den Paradies am Berg. Doch bei dieser Hitze fällt das Genick schwer, dann werde ich hier tierisch schwitze. Paradies ist immer woanders. Immer da, wo man gerade ist. Jeder wünscht sich immer was anderes. Immer das, was er gerade. Es ist schon spät, ihr müsst noch raus mit den Hunden. Wunderbar. Du nimmst die Hand deiner Arme, die wir zum Halt. Danke sehr. Okay, Leute. Jetzt gleich wollen wir noch ein Lied spielen und danach geht's los mit der Kundgebung. Und da wollen wir euch noch einmal alle springen sehen, damit ihr euch etwas aufwärmen könnt. Bevor die Reden losgehen, okay? Seid ihr dabei, noch einmal zu springen? Oh, da sind ganz schön viele Leute. Springt alle hoch, springt alle hoch.
Wahnsinn, und es kommen immer noch Leute dazu. So, jetzt kommen hier die Treckerfahrer auf die Bühne. Warten wir noch einen kleinen Moment. Genau, wo ist denn meine Kollegin? Meine Kollegin springt gerade noch ins Shirt. Das ist Joyce Möbius, wer am Anfang noch nicht dabei war. Mein Name ist Daniel Unterhalt. Genau, wir begleiten euch hier durch die Bühne. Wir wollen unsere Botschaften hier in die Politik bringen. Und da stehen sie auch schon, die ganzen Treckerfahrer. Und ich möchte jetzt einfach mal hören, wer ist denn eigentlich da? Ich fange mal hier an. Hallo? Hallo Jan Wittenberg? Hallo. Hallo. Ja, wo kommst du denn her? Ich komme aus Hildesheim. Hildesheim, wie lange? Ja, mal einen fetten Applaus. Wie lange bist du gefahren? 7 Stunden ungefähr. 7 Stunden im Trecker, wow. War das deine längste Fahrt? Ja, aber ich bin schon das 4. Mal hier. Da war es auch so lange. Okay. Wollen wir gucken, wer von euch ist denn das 4. Mal schon hier? Wow. Und wer war schon 3-mal hier? Na, müsst ihr auch alle, die 4-mal da waren, auch schon dabei sein, oder? Mal alle Hände hoch. Ja? Also Arithmetik. Und wer ist zum 2. Mal hier? Oder mehr? 2. Mal oder mehr? Und wer ist zum 1. Mal hier? Oder mehr? Alle! Okay, und jetzt mal die Top-Checker-Frage. Wer ist schon 5-mal hier? Super. An euch alle einen fetten Applaus. Aber hier geht's jetzt erstmal weiter mit den Traktorfahrern. So, wen haben wir denn noch? Wer möchte sich denn noch vorstellen? Wo sind sie denn jetzt, die? Ja, bitte. Wo sind denn die Traktorfahrer, die sich kurz präsentieren wollten? Sehe ich gar nicht. Lange, nur 2 Stunden. 2 Stunden, aber trotzdem. Aber mich interessiert, was habt ihr beide denn zusammen besonders satt? Wir stehen hier für die jungen Landwirte, die anfangen wollen und die eure Unterstützung brauchen, weil uns einfach viel in den Weg gelegt wird. Und erfahrt Näheres auf Bündnis Junge Landwirtschaft. Dafür stehen wir hier. Und unser Betrieb ist stolzekuh.de. Super. Dankeschön, Anja. So, Ortrud. Daniel, hier ist der nächste Kandidat. Ja. Super. Hallo. Na. So, jetzt muss ich mal gucken. Du bist der Helmut Peters, ne? Ja, das bin ich. Wo kommst du her? Aus Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow. Aus Güstrow. Ein Applaus! Von dir würde ich gerne wissen, was hast du besonders satt? Warum bist du hier? Ich bin hierher gekommen, um mit den ganzen Menschen hier für eine bessere Bodenpolitik zu streiten, damit es eine gerechte Verteilung der landwirtschaftlichen Flächen gibt. Und sich noch mehr Betriebe gründen können und dass weniger außerlandwirtschaftliches Kapital in die Landwirtschaft fließt, damit wir die industrielle Landwirtschaft verhindern können. Super, Dankeschön. Daniel, nicht, dass du denkst, Landwirtschaft ist nur was für Männer. Nein, ganz und gar nicht. Wir haben auch eine Dame hier. Genau, Ortrud Pralle, herzlich willkommen. Ja, ich bin die Ortrud Pralle, ich bin aus Soltau, gestern Morgen um 9 losgefahren für das Recht auf Nachbau von Saatgut, was uns auf den Höfen ganz besonders am Herzen liegt. Für das Recht, für den Nachbau von Saatgut. Einen großen Applaus. Nein, einen großen Applaus für den Protest, ein Zeichen gegeben, was weitaus sichtbar wird. Und wer jetzt noch ein paar Euro in der Tasche hat und die Aktion super findet wie wir, der kann immer noch Treckerpate werden.
Bitte werdet Treckerpate und macht, dass die Jungs und Mädels nicht alles alleine bezahlen müssen an Sprit. Wendet euch einfach ans Team von meiner Landwirtschaft und das passt dann schon. So, vielen Dank an alle Trecker. So. Dann nehmen wir dies. Ich habe am Anfang auf dem Potsdamer Platz gesagt, das ist ein tolles Bild. Jetzt sage ich, es ist ein überwältigendes Bild. Danke, dass ihr alle da seid. Ich sage hier als bäuerlicher Interessenvertreter, dass an den berechtigten Forderungen der Gesellschaft kein Weg dran vorbeigeht. Diese Forderungen müssen durchgesetzt werden und das sage ich als Bauernvertreter, als Angebot an die Gesellschaft. Dieses Verhältnis ist nicht immer reibungslos, aber wir schaffen es, wenn wir gemeinsam diese Diskussion führen, wenn wir uns an die Situation oder um die Situation der Höfe auch kümmern und wenn uns die Situation der bäuerlichen Betriebe viel wert ist, dann schaffen wir es, gemeinsam Agrarpolitik zu machen, damit diese Bundeskanzlerin endlich merkt, wir wollen eine Agrarpolitik für Bauernhöfe statt für Agrarfabriken. Die aktuellen Erzeugerpreise bei Schweinefleisch sind 1,30 Euro pro Kilo. Das ist strukturzerstörend. Damit können bäuerliche Betriebe keine Schweinehaltung mehr betreiben. Die Milchpreise bei den größten Molkereien sind mittlerweile bei 28 Cent. Das ist strukturzerstörend. Und deshalb haben wir Bundesminister Schmidt damit konfrontiert. Und seine Botschaft am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Grünen Woche war, dass die Exportpolitik die wichtigste politische Initiative dieses Ministeriums ist. Wir sagen, Frau Merkel, wir wollen Bauernhöfe statt extra Profite für die Agrarindustrie. Im Dezember hat man den Agrarindustriellen und ich füge hinzu den Agrarkriminellen Herrn Strathoff ein Tierhaltungsverbot erteilt. Man muss dem Landrat von Jericho, den SPD-Landrat, Danke sagen dafür, dass er die Klagen, die Anzeigen, die seit zwei Jahren gegen diesen Industriellen gemacht werden, endlich auch auf den Weg gebracht hat. Er hat den Mut gehabt. Ein westfälischer Bauer, Günther Volker, hat in der Bauernstimme trocken kommentiert. Da hat man jemand den Führerschein weggenommen. Das Auto fährt noch weiter. Recht hat Günther. Deshalb sagen wir, Frau Merkel, die Megastelle soll nicht mehr gebaut werden. Wenn ein CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sagt, wir müssten jetzt Viehobergrenzen haben und der SPD-Agrarminister Backhaus das ebenfalls sagt, dann sagen wir, worauf warten Sie denn noch? Machen Sie einen Gesetzentwurf, damit solche Agrarindustriellen und Agrarkriminellen nicht mehr wirtschaften können. Ich bin sehr stolz darauf, dass die kritische Bauernbewegung von Anfang an das Bündnis TTIP unverhandelbar unterstützt hat. Für uns ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft darüber entscheidet, welche Interessen sich durchsetzen und nicht die Konzerninteressen. Und das werden Sie spüren, Frau Merkel, weil die Bewegung gerade gegen diese Freihandelsabkommen immer stärker wird.
kann man in der Bodenpolitik und in der Agrarpolitik tun? Ganz einfach. Wir wollen nicht mehr eine Politik nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben. Die meisten Flächen entscheiden über die meisten Subventionen. Die EU hat in ihrer Agrarreform beschlossen, einen großen Spielraum den Betrieben, den Mitgliedstaaten einzuräumen. Und wir fordern Frau Merkel auf, statt 7% Aufschlag auf die ersten Hektare, doch 30% zu geben, gerade für die kleinen und mittleren Betriebe, die es jetzt brauchen. Und wenn das andere EU-Regierungen beschlossen haben, dann kann es auch die Bundesregierung, Frau Merkel. Ich bekomme das Zeichen, zum Schluss zu kommen. Ich habe heute der Bundesregierung ein Dokument überreicht. Die Wäscheleinen, die ihr letztes Mal gespannt habt, wo die Botschaften drauf waren. Gute Forderungen, Ideen und Wünsche. Und ich habe daran erinnert, was 2011 sowohl die Bundesregierung als auch die Führungsspitze des Bauernverbandes zu dieser Demonstration gesagt hat. Sie hat gesagt, solche Bewegungen kommen und solche Bewegungen gehen auch schnell wieder. Ich habe der Bundesregierung gesagt, diese Bewegung bleibt und sie wird stärker, bis die Forderungen erfüllt werden. Eine Sache zum Schluss. Wir Bäuerinnen und Bauern, wir brauchen kein Mitleid, sondern wir brauchen Respekt von der Gesellschaft für unsere Arbeit. Es ist auch eine Frage der Würde, wie in Zukunft mit Bäuerinnen und Bauern umgegangen wird. Und deshalb hängt hier bei dem Schlepper die Botschaft an die Bauern: Bleibt auf dem Lande und wehret euch täglich. Und an die Zivilgesellschaft: Ihr seid es, die entscheiden wird über die Zukunft der Landwirtschaft und über die Zukunft der Lebensmittelerzeugung. Und ihr und wir alle zusammen, wir setzen es durch. Bäuerliche Landwirtschaft ist Zukunftslandwirtschaft. Vielen Dank. Dankeschön. Forderung und das, was wir satt haben, hörbar machen, dass das hier auch ankommt im Regierungsviertel. Deshalb frage ich an euch, TTIP und CETA. Wir haben Angst. Agrarfabriken. Wir haben Angst. Hunger weltweit. Wir haben Angst. Igel-Skandale. Wir haben Angst. Höfe sterben. Wir haben Angst. Patente auf Leben. Wir haben Angst. Monokulturen. Und Land nur für die Reichen? Wir haben es hart. Aber wir sind nicht nur gegen etwas, sondern wir alle, die hier sind, fordern von ganzem Herzen Dinge. Und dazu sagen wir, das fordern wir. Fairen Handel. Das fordern wir. Artgerechte Haltung. Das fordern wir. Recht auf Nahrung. Das fordern wir. Gesundes Essen. Das fordern wir. Faire Preise. Vielfalt. Schützt Bienen und Natur. Land für alle. Ich hoffe, das ist angekommen. Angekommen hier bei Angela Merkel neben uns. Angekommen im Bundestag, in der Presse, in der Medienpolitik. Dass so viele Menschen hier sind, sich versammeln und sich einsetzen. Und dieser Protest zeigt Wirkung. Wenn man überlegt, dass Europas größter Schweinehalter, Arjen Stratov, Berufsverbot bekommen hat. Er darf keine Schweine mehr halten. In den letzten Jahren haben wir über 100 Agrarfabriken verhindert. Wer hat das gemacht? Ihr habt das gemacht. Bürgerinitiativen. Bürger wie du und ich und Menschen, die diesen Kampf seit Jahren begleiten. Es gibt auch große Organisationen, die wieder aus ganz vielen Menschen bestehen, auch im Umwelt- und Naturschutz. Und wir haben jetzt hier einen Vertreter eines der größten Umwelt- und Naturschutzverbände Deutschlands, dem BUND. Ich begrüße auf der Bühne Hubert Weiger. Bitte schön.
liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Landschaft in Deutschland. Georg Janssen hat vorher gesagt, es ist ein bewegendes, ein überwältigendes Bild, wenn man hier oben steht und Richtung Potsdamer Platz schaut und sieht, dass immer noch Menschen vom Potsdamer Platz auf dem Platz hierher unterwegs sind. Das heißt, wir müssten eigentlich die Kundgebung in 1,5 Stunden wiederholen, damit alle Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich auch gehört haben, was hier gesagt wurde. Das wird natürlich nicht der Fall sein, aber es zeigt nur, dass das, was wir vor 5 Jahren bei der ersten Kundgebung gesagt haben, wir kommen wieder und wir werden mehr sein, als damals Realität wird. Und danke an Sie alle, dass Sie dies möglich gemacht haben. Denn Sie sind diejenigen, die damit die Grundlage für den Erfolg gelegt haben. Dankeschön von Herzen. Wir hatten mit über 90 Treckerfahrern so viele bäuerliche Teilnehmer, die mit Traktoren aus vor allem ganz Nord- und Mitteldeutschland hierher gekommen sind wie noch nie, die stundenlang unterwegs waren. Wir haben Menschen aus ganz Deutschland, die ebenfalls viele Stunden hinter sich haben, um teilzunehmen an dieser Kundgebung, um damit ein Signal zu setzen. Ein Signal an die Gesellschaft, wacht auf, bevor es zu spät ist, bevor über euer Schicksal entschieden wird. Und ein Signal an unsere Bäuerinnen und Bauern, wir lassen euch nicht allein. Wir wissen, was wir an euch haben. Wir kämpfen gemeinsam mit euch für faire Erzeugerpreise, für Preise, die der Arbeit entsprechen, die dem, was geleistet wird, die Würde wiedergeben. Und wenn der Liter Milch den Bauern weniger bringt als der Liter Mineralwasser kostet, meine Damen und Herren, dann stimmen die Verhältnisse nicht mehr in unserem Lande. Dann ist das ein Skandal, der uns gemeinsam und nicht nur die betroffenen Milchbäuerinnen und Milchbauern empören muss. Und damit, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Politik gefordert, endlich diesen Wahnsinn zu beenden, dass wir als eines der reichsten Nationen, eine der führenden Agrarexportnationen werden wollen. Und dies können wir nur machen, wenn wir zu Billigpreisen produzieren. Auf dem Rücken der Tiere, auf dem Rücken von Menschen. Und zwar nicht nur hier, sondern weltweit, die wir ausbeuten, damit wir billiges Futtermittel aus allen Ländern dieser Erde hierher an küstennahe Standorte bringen, um damit zu Billigpreisen entsprechende Exportprodukte zu produzieren. Die Scheiße bleibt hier. Das Fleisch geht in andere Länder zu Billigpreisen, damit man auch dort noch regionale Strukturen zerstören kann. Meine Damen und Herren, das hat doch mit abendländischer Kultur nichts mehr zu tun. Das ist blanker, nackter Kapitalismus auf dem Rücken der Menschen. Und deswegen fordern wir Schluss mit dieser Politik. Wir fordern, dass endlich diejenigen, die die Kosten verursachen, auch die Kostenbeseitigung zahlen müssen und nicht länger zu Billigpreisen deshalb produzieren können, weil die Folgekosten ihres Wirtschaftens die Allgemeinheit trägt.
das kaputte Trinkwasser in Niedersachsen, meine Damen und Herren, es muss von den Agrarfabriken saniert werden. Diejenigen, die in den Krankenhäusern sind und nicht mehr mit Antibiotika behandelt werden können und deshalb entsprechend draufzahlen, auch partiell mit ihrem eigenen Leben. Das sind die Kosten dieser Politik, die wir letztendlich alle zu zahlen haben. Und deswegen geht es sich darum, gegen Landwirtschaft, nein, es geht gegen diese Form umweltzerstörender, menschenverachtender Landwirtschaft, die mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun hat und erst recht nichts mit Agrarkultur. Das ist eine Agrarunkultur, die wir als solche brandmarken müssen. Und deswegen kämpfen wir für bäuerliche Strukturen, für Standards angepasst. Wir kämpfen für eine Landwirtschaft, wo man mit gutem Gewissen die Produkte essen kann, wo man keine Angst haben muss, was man isst. Und wir kämpfen für eine Landwirtschaft, die für ihre Leistungen auch von uns allen entsprechend honoriert wird durch anständige Erzeugerpreise. Die Politik ist gefordert, entsprechende Rahmen zu setzen. Die Politik muss im Interesse von uns Verbraucherinnen und Brauern, von Bäuerinnen und Bauern endlich handeln. Sie muss den Mut haben, gegen die Milliarden, die an dieser Landwirtschaft verdient werden, anzukämpfen. Und den Mut wird sie nur dann bekommen, wenn Millionen Menschen in einer Demokratie aufstehen und sagen, wir haben es satt. Wir werden euch nicht bewählen, wenn ihr diese Politik so weiterführt. Es ist die einzige Sprache, die offensichtlich verstanden wird. Gutachten brauchen wir keine mehr schreiben. Die sind alle geschrieben, es ist alles gesagt. Wir müssen handeln. Wir müssen auch handeln als Konsumenten durch Nachfrage nach ökologisch erzeugten, bäuerlich erzeugten Produkten, regionale Produkte. Wir müssen wissen durch unsere tägliche Einkaufsentscheidung, fällen wir das Urteil über unsere Landschaft, über unsere Kultur. Das heißt, die tägliche Einkaufsentscheidung ist die unmittelbar wirkende Waffe, die wir haben. Und wenn wir bei Discountern Billigstprodukte nachfragen und dort einkaufen, dann werden wir am Ende auch eine Billigstlandwirtschaft haben. Dann werden wir am Ende da letztendlich mit die Ursachen dieser Zerstörung sein. Und deswegen sind wir alle, nicht nur als Demokraten, gefordert und genießen es, dass wir unmittelbar im Angesicht des Kanzleramtes, des Parlaments diese Veranstaltung durchführen können. Eine gelebte Demokratie, auf die wir stolz sind, die wir verteidigen. Aber wir haben auch eine Agrarkultur zu verteidigen. Und das müssen wir tun. Und deswegen werden wir so lange nach Berlin wiederkommen, bis wir unsere Forderungen durchgesetzt haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen sie. Wir brauchen noch mehr Menschen. Denn wenn wir 100 Anlagen, industrielle Anlagen, in den letzten 2, 3 Jahren verhindert haben, dann war das auch Ergebnis dieser Demo. Wenn wir heute noch gentechnikfrei sind, dann ist es Ihr Verdienst, unsere gemeinsame Arbeit, nicht das Verdienst der verantwortlichen Politik. Wir haben das von unten her durchgesetzt. Das heißt, wir müssen uns, wir werden uns bewegen, damit die Politik sich bewegt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Hubert Weiger vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Ihr könnt es hier vorne nicht sehen und ihr könnt es auch ein Stück weit dahinter nicht sehen, dass noch ein Stück weit dahinter immer noch Leute ankommen. Ich sehe nicht bis hinten, wo das Ende ist, denn das gibt es nicht. Wie Hubert Weiger sagte, wir werden immer mehr. Thank you.
eine Klammer um alles bildet, ist, dass viele satt haben, wie die Tiere in der Landwirtschaft behandelt werden. Denn gute Landwirtschaft bedeutet auch, dass die Tiere gut gehalten werden. Und das, was passiert, dafür setzen sich ganz viele ein, unter anderem der Deutsche Tierschutzbund. Danke. Das hier zu sehen, dass so starkes Signal kommt, mit so vielen tausenden Menschen wieder mal hier zu stehen, dass heute ist ein Mutmachtag, ein Hoffnungstag dafür, dass wir diesen Kampf gewinnen werden, den Kampf gegen Tierfabriken für eine andere Agrarpolitik. Liebe Mitstreiter und Mitstreiter, wir haben es satt, dass wir ein Tierschutzgesetz haben, das den Namen nicht verdient hat, weil es ein reines Nutzgesetz geblieben ist. Wir fordern ein Schutzgesetz. Und dazu gehört, dass wir es satt haben, dass hunderttausende trächtige Tiere transportiert, geschlachtet werden, dass damit hunderttausende lebensfähige Mitgeschöpfe wie Müll entsorgt werden. Das ist ein Skandal, den wir satt haben. Und wir haben es satt, dass es aus rein profitwirtschaftlichem Denken möglich ist, Millionen Eintagsküken zu Müll zu verarbeiten, zu schreddern, zu Mus werden zu lassen. Das haben wir satt. Dass Millionen Ferkel Jahr für Jahr ohne Betäubung mit Qual kastriert werden, das haben wir satt. Und jeder, der so mit Tieren umgeht, begeht ein Verbrechen am Tier, begeht ein Verbrechen an der Umwelt, begeht ein Verbrechen am Menschen. Und wer das tut wie ein Erstrahltopf, der ist ein Verbrecher. Und anders darf man ihn nicht nennen. Mitstreiter und Mitstreiter, deswegen ist es so wichtig, hier zu stehen zwischen dem Kanzleramt und dem Reichstag, weil es hier den Druck braucht, damit wir endlich eine Politik kriegen, wie ich es gerade gesagt habe, dass wir ein Tierschutzgesetz bekommen, das es auch verdient hat, so genannt zu werden. Und dass es vorbei ist, dass Tierfabriken auch noch mit Steuergeldern unterstützt werden. Direkt und indirekt durch Straßenbau und Infrastruktur. Denn das versucht immer jeder zu verschleiern. Jede Tierfabrik wird durch Steuergelder mitfinanziert. Auch Steuergelder von Veganern und Vegetarierinnen. Das Fleisch hier in Deutschland ist zu billig, weil es kein Verursacherprinzip gibt. Das muss von denen mitbezahlt werden, die Schäden an Umwelt und Natur und an den Tieren, die das Fleisch produzieren. Und das muss dann am Ende auch von denen ausgeglichen werden. Und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir sagen immer, Tiere haben keinen Preis, Tiere haben einen Wert. Und deswegen sage ich von hier oben, wir haben Aldi Süd satt, wenn es immer weiter die Preise nach unten senkt. Denn wer das tut, der senkt das Tierschutzniveau in den Ställen. Der will nicht, dass es vorangeht. Und deswegen darf man da auch nicht mehr einkaufen gehen. Und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ABL schreibt, bleibt auf dem Lande und wehret euch täglich. Ich sage, bleibt auch in der Stadt und wehret euch täglich mit eurem Einkaufskorb. Denn auch da könnt ihr helfen, etwas zu verändern. Und wenn wir hier heute das fünfte Mal stehen, dann macht das deutlich, dass wir nicht mehr wegzubekommen sind von der Agenda der Politik. Und ich sage im Selbstanspruch, in unserem Kampf für einen besseren Umgang mit Umwelt und Tier, für eine neue Agrarpolitik, gegen Billigpreise, sind wir die wahren Vertreter der Bäuerinnen und Bäuern und nicht der Deutsche Bauernverband. Wir vertreten die Zukunft, die anderen die Vergangenheit. Und ich sage noch einmal, lasst uns weiterkämpfen in dem Sinne, Tiere haben keinen Preis, Tiere haben einen Wert. Wir brauchen euch und eure Kraft, dann gewinnen wir diesen Kampf auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas Schröder. Hey.
durch. Wir sehen das von hier. Da an der grünen Monsanto-Flasche. Genau, auch Greenpeace da hinten, auch super. Genau. Auch an den Infostellen. Auch an den Infostellen. Alle. Auch am Bundestag. Alle gehen runter. Denn wir haben was vor. Auch hier links. Macht alle mit. Je mehr Leute mitmachen, desto toller wird das Bild und desto deutlicher wird, wie viele Menschen hier wirklich sind, weil wenn man nur steht, dann zählt man das. Was wir jetzt machen werden, ist, dass von den Infoständen, hinten geht es los, dass die Leute aufspringen. Ich mache das einmal vor. Yeah! So, okay. Und dann geht das von hinten nach hier vorne und geht sozusagen unsere Botschaft hier rüber ins Kanzleramt, in das Löwehaus, da wo die Bundestagsabgeordneten sitzen, okay? Wir machen zusammen Countdown. Auf die Plätze, fertig, los. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Hinten geht es los! Und die Leute stehen auf! Jawohl, da kommt sie! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh. Wahnsinn! Antigen-Take-Welle, habe ich recht? Das glaube ich auch. Von der Vereinigung Via Campesina, das ist eine Kleinbäuerinnenorganisation. Die Dame heißt Elisabeth Pofu und ich freue mich total, dass sie hier ist und uns berichten wird. Übersetzt. Der Herr neben mir ist der Stick-Tanzmann. Und er wird die Dame übersetzen für alle, die nicht so gut Englisch sprechen. Viva la Bessina, viva! Viva la Bessina, viva! Greetings from Zimbabwe. Greetings from La Via Campesina. My dear friends, it is a pleasure and honor for me to be here today in Berlin for this gathering, which is, we are fed up demonstration. This was such a powerful march. When I'm looking at all these big numbers of people, meine lieben Freunde, es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, hier zu sein, hier in Berlin, bei der Wir haben es satt Demonstration, bei dieser wunderbaren und kraftvollen Demonstration. My name is Elisabeth Mpofu. I'm a small scale farmer and I'm coming from Zimbabwe. And I'm now, as we speak, the general coordinator of La Via Campesina. Mein Name ist Elisabeth Mpofu, ich komme aus Zimbabwe und ich bin, wo ich hier gerade hier spreche, zurzeit die Generalkoordinatorin von Via Campesina weltweit. As small farmers in the Via Campesina from all over the globe, where we are talking about more than 200 million small-scale farmers. Wenn wir über die Kleinbauern und Kleinbauern in Via Campesina sprechen, dann sprechen wir von über 250 Millionen Kleinbauern und Kleinbauern. We are calling for food sovereignty, meaning among other things that we want and we need local food and not industrialized and standardized food. Als Via Campesina fordern wir die Ernährungssouveränität. Das bedeutet neben vielen anderen Punkten, dass wir lokale Lebensmittel wollen und brauchen und nicht industrialisierte und standardisierte Lebensmittel. We need a good quality food produced through indigenous agroecological farming systems that respect life and the environment.
Wir brauchen gute Lebensmittel von guter Qualität, produziert in lokalen, angepassten, agrarökologischen, bäuerlichen Anbausystemen, die das Leben und die Natur respektieren. Agroecological farming is the solution to climate change and not climate smart agriculture. Agrarökologische Anbausysteme sind die Lösung im Klimawandel, nicht climate smart agriculture. And territories, our water, our seeds. Ernährungssouveränität bedeutet, dass wir Zugang und Kontrolle über unser Land, unsere Territorien, unser Wasser und unser Saatgut haben wollen. Those cannot be private properties of a few. This must belong or be for the use of those who work on the land from the land. All diese Güter dürfen nicht privatisiert werden. Sie müssen denen gehören und denen zur Verfügung stehen, die auf dem Land und vom Land leben. We need protection against the transnational corporations and all this harmful industrial agriculture and food system that is being sold to us in name of progress and growth. Daher brauchen wir Schutz vor den transnationalen Konzernen und den schadhaften Industrialisierung der Landwirtschaft und der Ernährungssysteme, die uns im Namen von Fortschritt und Wachstum verkauft werden. Like it is done via the G8 New Alliance and so many other harmful initiatives driven by northern donors. Wie es mit der G8 New Alliance und so vielen anderen schädlichen Initiativen getrieben von den Gebern aus dem globalen Norden geschieht. This is not what we want. This is not what we want in Africa. Neither this is not what you want in Europe. This is why as smallholder farmers in Navia Kambasina, we are so attached that the United Nations recognize our specific rights as peasants and why we struggle for the recognition of the Declaration on Peasant Rights in the United Nations. Dies ist nicht, was wir wollen, nicht in Afrika und nicht in Europa. Aus diesem Grund setzen wir uns als Kleinbauern innerhalb von Via Campesina so engagiert dafür ein, dass die Vereinten Nationen unsere spezifischen Rechte als kleiner Bauern anerkennen. Aus diesem Grund kämpfen wir für die Anerkennung der Deklaration der Kleinbauernrechte innerhalb der Vereinten Nationen. There is strength in unity, and today we are showing to Germany, to Europe and to the world how united we are in demanding a drastic change in the global food system. Die Stärke liegt in der Geschlossenheit. Und heute zeigen wir in Deutschland, in Europa und zeigen wir der ganzen Welt, dass wir drastische Veränderungen im globalen Ernährungssystem verlangen. I really want to thank you for that and globalize the struggle. Globalize work. Vielen Dank für dieses starke Zeichen. Globalisieren wir die Auseinandersetzung. Globalisieren wir die Hoffnung. Vielen Dank, Elisabeth Kofu. Hello everyone. Liebe Freundinnen und Freunde. I work for the Institute for Agriculture and Trade Policy, a US-based organization fighting for food justice. I want to say that there are good and bad transatlantic partnerships. For example, last year, I married a German, I moved to Berlin, and now we have this three-month-old baby named Mira. She's attending her first demonstration as a newly hatched chick, a happy one. But there is a very bad transatlantic partnership on the horizon.
The Transatlantic Trade and Investment Partnership, or what we know as TTIP. And TTIP will not only impact little Mira's choices in the future, but also, and very critically, TTIP will impact our collective ability to repair our food system and to take it back from the corporations. Vor fast zwei Jahren haben 25 Organisationen das Bündnis TTIP unverhandelbar gegründet. Und heute demonstrieren vom Kanzleramt so viele Menschen für eine bäuerliche Landwirtschaft und gegen die Agrarindustrie und gegen einen Freihandel in der Hand weniger großer Konzerne. Das zeigt, dass obwohl die EU-Kommission versucht, die TTIP-Verhandlungen möglichst geheim zu halten, wir, die Menschen, sich nicht länger in der Nase herumführen lassen. The US food system is in the hands of a few large corporations. For example, four companies control 85% of beef production, four companies control over 65% of pork production, and three companies control nearly half of all poultry production. Companies such as Cargill and Monsanto have helped draft treaties like the North Atlantic Free Trade Treaty, NAFTA, and the WTO's Agriculture Agreement. They've used these treaties to consolidate their power, and these treaties have created further corporate control of our food, driving out small family farms, polluting our environment, exploiting our workers, and leaving consumers with little choice. Your rights! Your rights! Und nicht nur in den USA, auch in Europa steigt die Macht großer Unternehmen. Mit dem TTIP werden Konzerne das Recht bekommen, Staaten auf Milliardensummen zu verklagen, wenn sie ihre Profite durch Gesetze zum Schutz der Umwelt oder der Verbraucherinnen gefährdet sehen. Gerade jetzt verklagt der schwedische Atomenergiekonzern Vattenfall auf Basis eines anderen Abkommens vor einem internationalen Schiedsgericht Deutschland. Und zwar wegen des Atomausstiegs auf Schadensersatz in Höhe von 4,7 Milliarden Euro. Bestehend aus drei Anwälten tagen geheim und eine Revision ist nicht möglich. Und zahlen müssen wir, die Steuerzahler. Aber wir haben doch unsere ordentlichen Gerichte. Wir brauchen keine Schiedsgerichte, die den Namen Gericht nicht verdienen, bei denen hinter verschlossenen Türen die Interessen von Monsanto und Co. durchgesetzt werden. Und wir wollen nicht, dass Konzerne größere Rechte haben als andere Teile der Gesellschaft. TTIP is the last frontier for free trade treaties. The European Union and the United States are using nice words such as regulatory cooperation to describe what will happen with TTIP. But the idea behind TTIP is to water down our food safety, our health, environmental, and other public interest regulations that stand in the way of transatlantic trade and corporate profits. They want to agree a framework for deregulation and impose it on the rest of the world. These can be regulations on antibiotics in our food, on genetically modified organisms, on animal welfare and additives in the food system. Diese Handelshemmnisse, die durch regulatorische Kooperation beseitigt werden sollen, sind unsere hohen Schutzstandards, die wir in den letzten Jahrzehnten hart erkämpft haben. Denn auch wenn Sigmar Gabriel und andere Politiker beschwören, dass angeblich unsere Standards nicht, an unseren Standards nicht gerüttelt wird, dann zeigt das Abkommen zwischen der EU und Kanada, das CETA-Abkommen doch, dass damit die Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Pflanzen aufgeweicht werden. Wir müssen also Gabriel und allen Politikerinnen, die unsere Sorgen und Anliegen nicht ernst nehmen, zeigen, dass wir diese Abkommen nicht wollen. Die Bundesregierung
Bundesregierung und auch die Regierung der Bundesländer auf, sich klar zu positionieren. Wen vertreten Sie bei den Verhandlungen? Die großen Konzerne oder uns, die Bäuerinnen und Bauern, Verbraucherinnen und Verbraucher? Sind unsere Politiker für ein solches Abkommen oder sind sie dagegen? Denn wir werden unseren Politikern klar machen, wer für ein TTIP ist, wird von uns nicht gewählt. TTIP is not about big bad US corporations like Monsanto and Cargill taking over Europe. This is a corporate-driven agenda from both sides of the Atlantic. So Bayer, BASF, DuPont have the same goal as Monsanto and Cargill. They are together on this. And our governments are negotiating on behalf of them, not us. But these corporations have not accounted for over 30,000 people here today. And in the US, they have not accounted for the Obama administration not knowing that there's massive organization happening as we speak by trade unions, environmental groups, faith and food and farm groups. And we will stop the Obama administration from getting this fast-track authority. Fast-track is a legislative mechanism that Congress has to pass that would allow Obama to have a blank check to pass treaties like TTIP, and Congress would only be able to say yes or no. We will make sure that Obama does not get fast track. Zusammen mit unseren Verbündeten aus den anderen europäischen Ländern und aus den USA können wir TTIP und CETA stoppen. Was wir stattdessen wollen, ist endlich eine Debatte darüber zu führen, wie fairer und nachhaltiger Handel aussehen kann. Wir möchten euch heute auffordern, hier an den Infoständen bei der selbstorganisierten Europäischen Bürgerinitiative zu unterschreiben. Das ist unsere Chance als kritische Bürgerinnen und Bürger, ein Zeichen zu setzen und aktiv etwas gegen TTIP zu unternehmen, damit auch unsere Abgeordneten in Brüssel uns hören können. We have a vision for agriculture, what we call here meine Landwirtschaft, that gives power back to family farmers, workers and consumers of the food system to produce agroecological, ethical and healthy food. We have to stop corporations from capturing our regulations that can make this vision a reality. We have to stop TTIP. And on April 18th, there will be a big global day of action where each of us can express our opposition to TTIP. So let's organize, let's go back to our communities, and on April 18th, send a clear message to our elected officials. We do not want TTIP. So together, let's raise our voices in the United States and the European Union to stop TTIP. Und deshalb wollen wir jetzt gemeinsam unsere Stimme erheben. Wir wollen jetzt so laut wie wir können, damit uns Frau Merkel im Kanzleramt nebenan hören kann, dreimal rufen: Wir haben TTIP satt. Und am Schluss: Stopp TTIP. Stefanie und ich beginnen und machen es vor und dann sprecht ihr uns nach und wiederholt: Wir haben TTIP satt, so laut wie ihr könnt. So let's chant. Wir haben TTIP satt. Wir haben TTIP satt. Wir haben TTIP satt. So, und jetzt 50.000! Wow!
schon in dem Alter hier anwesend ist, dann werden wir noch weiter wachsen! Deine blauen Augen, die mir den Verstand was rauben. Das ist ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich muss zu dir. Ich liebe dich, so wie du bist. Lass uns fliegen zu den Sternen, um nie wieder umzukehren. Möge sie doch ewig halten, unsere Liebe für alle Zeiten. Ich will niemals mehr umkehren mit dir auf diesem Weg durchs Leben. Halt dein Herz in meinen Händen. Dieses Glück soll niemals enden. Ich kann es für du nicht lassen, dich mal hier und da zu fassen. Doch das macht dir gar nichts aus, denn du bist ja meine Maus. Ich schwör's nicht, wie mir geschieht, wenn mich deine Hand berührt, dann weiß auch ich, du liebst mich. Lass uns fliegen zu den Sternen, um nie wieder umzukehren. Möge sie doch ewig halten, unsere Liebe für alle Zeiten. Ich will niemals mehr umkehren mit dir auf diesem Weg durchs Leben. Halt dein Herz in meinen Händen. Dieses Glück soll niemals enden. Lass ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich muss zu dir. Deine blauen Augen, die mir den Verstand fast rauben. Das ist ein Gefühl in mir, das mir sagt, ich muss zu dir. Du liebst mich und ich liebe dich. Lass uns fliegen zu den Sternen, um nie wieder umzukehren. Möge sie doch ewig halten, unsere Liebe für alle Zeiten. Ich will niemals mehr umkehren mit dir auf diesem Weg durchs Leben. Halt dein Herz in meinen Händen, unser Glück soll nie